Mhm. Und auch rein. So. Weißt du was, Max? Machst du das mal zu, bitte? Hallo. Ich habe eine Idee, wie wir das mit den Hausaufgaben so machen, dass wir uns nicht so oft streiten müssen und dass du mehr Zeit zum Spielen hast. Guck mal, ich habe dir hier ein paar Regeln aufgeschrieben. Wenn du die befolgst, dann kannst du dir eine Belohnung verdienen. Sollen wir die mal durchgehen? Also, erstens, nach dem Mittagessen Schreibtisch leer räumen. Dafür kriegst du einen Punkt, wenn das klappt. Zweitens, Maximalzeit. Weißt du, was das bedeutet? Nee. Das heißt, dass du für jede Aufgabe eine bestimmte Zeit hast und die in der Zeit schaffen sollst. Drittens, Mühe geben. Wenn du dir richtig Mühe gibst, kannst du dir einen dritten Punkt dazu verdienen. Und was kriege ich für die Punkte? Na, das können wir mal zusammen überlegen. Können wir eine Wunschliste schreiben. Also, was hättest du denn gern für die Punkte? Eine halbe Stunde länger draußen spielen. Also, eine halbe Stunde länger draußen spielen. Das kriegst du für 6 Punkte. Cool. Was wünschst du dir noch? Du liest mir eine Geschichte vor. Gute Idee. Das kriegst du schon für 3 Punkte. Und Gulasch mit Klößen. Gulasch mit Klößen? Das ist mehr wert. 6 Punkte. Also guck mal, hier sind noch Karten. Kannst du einräumen? Na, das klappt doch schon prima. Dafür gebe ich dir schon mal einen Punkt. So, guck. Hier. So, was hast du denn auf? Deutsch und Mathe. Jetzt lass uns mal gemeinsam überlegen, wie lange du für die Hausaufgabe in jedem Fach brauchst. In Deutsch haben wir nur ein paar Sätze auf. Na, da müsste dir eine Viertelstunde eigentlich reichen, oder? Hm? So, Mathe sieht nach ein bisschen mehr aus. Meinst du, da reicht dir eine halbe Stunde? Hier, guck da. Bis um nach 3. Ja? Na dann los. Wenn du zügig arbeitest, bleibt genug Zeit zum Fußballspielen. Na? Genau. So. Prima. Glückwunsch. Guck mal, du hast alle Aufgaben in der vorgegebenen Zeit geschafft. So, lass mal gucken. 45, das stimmt. Da hast du ein bisschen geschludert, da hast du zwischendurch an was anderes gedacht, stimmt's? Ja, aber nur kurz. So, die auch und die auch. Prima. Dafür kriegst du von mir heute 2 Punkte. Also alle, bis auf den fürs Mühe geben, da hapert's noch ein bisschen. Wenn du dir morgen noch einen Punkt dazu verdienst, reicht's schon für eine Belohnung. Fußball. Ja.